Mein Name ist Michael Halberstadt, ich bin aus Kaiserslautern, bin hauptberuflich Musikant, Musiker und Musikproduzent und habe nebenbei mit meiner Kollegin Daphne Landenberger in Kaiserslautern einen kleinen Kulturclub, der nennt sich Salon Schmidt in der Pirmasener Straße. Die Arbeit war plötzlich weg. Nach Silvester, Januar, Februar, so bis zu Fasching, das ist quasi so die Ruhezeit eines Musikanten oder auch eines Veranstalters. Und man bereitet sich da eigentlich auf die Saison vor, auf das ganze Jahr. Und genau in dieser Phase, im Prinzip Anfang März, kommt das wie so ein Hammer und zerstört im Prinzip alles. Ich musste das jetzt neu erfinden. Wir haben jetzt keine Konzerte mehr zu spielen. Es gibt jetzt Formate wie das Livestream oder wir machen im Salon Schmidt, produzieren jeden Abend einen kleinen Musikclip, den wir auf unserer Homepage stellen. Ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit zu üben, zu komponieren, zu produzieren und so. Also insofern hat sich die Arbeit mehr in diese Richtung verändert. Den Mut muss man sich vielleicht am Anfang zusprechen, wenn man sich entscheidet, dass man überhaupt selbstständig wird und gerade im Kulturbereich. Ich mache das jetzt schon lang genug, da ist immer ein bisschen Achterbahnfahrt. Wir haben 4 Konzerte im Durchschnitt im Monat und das Ganze basiert auf einer Clubgemeinschaft. Das heißt, wir haben Clubmitglieder, die mit einem kleinen Beitrag von 5 € im Monat den Salon Schmidt finanzieren, damit wir ein bisschen abgesichert sind und vernünftige Künstler engagieren können und quasi das damit kompensieren, dass wir nicht jeden Tag aufhaben. Insofern habe ich jetzt das Gefühl, wir stehen nicht alleine da und das Schiff Salon Schmidt ist so einfach nicht zum Sinken zu bringen, weil ich gemerkt habe, wir haben eine unheimlich schöne Community da aufgebaut in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, so um die 200 Clubmitglieder haben wir da und die lassen es im Moment nicht im Stich, also da mache ich mir keine Gedanken. Also ich gehe den normalen Weg, habe mal für die nächsten 3 Monate meine Art Betriebskosten da festgelegt und habe auch schon einen Antrag gestellt. Eigentlich fallen ja Musiker durch das Raster, weil man nur Betriebskosten geltend machen kann, die wie zum Beispiel Mieten, Leasingraten und so Geschichten, ja, die die meisten von uns ja nicht haben. Wir wohnen zu Hause, haben unser Büro zu Hause, so der klassische Musikant. Insofern wünsche ich mir eigentlich vom Land zumindest, dass es vielleicht ein bisschen zügiger geht und es in Rheinland-Pfalz den Freiberuflern, explizit den jetzt gerade Musikanten, auch den Künstlern, ein bisschen einfacher gemacht wird. Wer Interesse hat am Salon Schmidt allgemein, weil danach wird es natürlich weitergehen, der kann gerne mal auf unsere Homepage, kann Clubmitglied werden, was jetzt besonders kostbar wäre für uns, weil wir nicht wissen, wie lange es dauert. Kostet 5 € im Monat, man unterstützt die Kaiserslauterer Freie Kultur. Man unterstützt sich selbst, weil man hat Vorzüge in den Getränkepreisen, in den Eintrittskarten und so. Und da kann man sich informieren über unsere Salonpage. Ansonsten kann man uns spenden und das würde uns natürlich sehr freuen.